Skype Showdown Season Nummer 8. Ich sage herzlich willkommen zum Football Video Podcast von GR. Heute, wie jedes Jahr, natürlich mit dem One and Only Coach Robin Haas. Saluti, Robin. Sally, 8. Jahr schon, ha? Habe mich sehr gefreut, natürlich. Lange Offseason gsi, aber acht ist, dass wir das angefangen haben, vor 8 Jahren in dem Fall, hätte man nicht gedacht, dass es das so lange geht. Bin auch jetzt wieder angesprochen worden, ja, gibt es wieder, natürlich gibt es es wieder, gibt es immer, solange wir zwei noch sind, nehme ich mal an. Und freut mich, wieder da zu sein. Ja, geht bald los. Genau, es geht schon bald los. In 2,5 Wochen ist es soweit. Aber jetzt, noch, bevor wir da vorne schauen, schauen wir natürlich ein bisschen zurück. Du hast gesagt, die Offseason ist lang gewesen. Man hat es ein bisschen mitverfolgen können auf deinen Social Kanälen. Du bist in den USA gewesen, aber erzähl doch du mal, was hast du so gemacht in all diesen Monaten? Ja, es war eine kuriose Offseason. Viel Highlights, sehr viel, aber leider auch ein paar negative Sachen, die man auch mitgekriegt hat. Aber nachdem die Saison vorbei war und das letzte Skype-Showdown war, ist viel gelaufen. Zuerst hatte ich mein Camp, mein jährliches Camp, das sehr gut war, sehr viele Leute hatten, auch eine sehr lange Waiting-List, wo Leute nicht mehr drauf können, weil sie sich einfach Sport angemeldet haben. Viele von der ACA sind gekommen. Viele, die jetzt auch spielen, starten in der Nazia. Robin und Bronco sind auch ein paar gekommen, das erste Mal, seit langem wieder mal. Und nachher bin ich in Colorado gegangen, wo ich immer gehe, zu meinem College, und war sehr erfolgreich gewesen. Habe ich zum ersten Mal auch einen Ring dürfen kriegen. Für RMAC Championships. Sie haben gesagt, jetzt bin ich fünfmal dort gewesen und fünfmal haben wir den RMAC gewonnen, jetzt darf ich einen Ring. Das sollte dann irgendwann mal kommen. Und wir sind bis in Championship, da bin ich dann nicht mehr dabei gewesen, so weit in den Playoffs drin. Und das zweite Mal nacheinander im Finale verloren, gegen so einen Offense, der auf Flexbone spielt. Ist sehr, sehr frustrierend gewesen, vor allem im Fernsehen. Vor allem, wenn 5 Wochen drin bist und mit ihnen jeden Tag 9 Stunden schaffst. Und dann verlierst du so das zweite Mal im Jahr das Championship Game in Texas vor 21.000 Zuschauern. Das ist dann schon frustrierend. Und der gute Quarterback ist weg. Ob sie jetzt nochmal so ein Jahr haben, weiß ich nicht. Dann bin ich auf jeden Fall zurückgekommen. Dann hat es ein bisschen Turbulenzen gegeben mit Argovia vor Weihnachten. Leider viele Spieler verloren, aufgehört oder sonst Gründe. Und das ist halt ein anderer Punkt. Das ist, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, die Region hat viele Teams. Das ist jetzt einfach so. Und wir haben Spieler gezeigt auf ihre Social Networks, was die auch abgeworben werden von Teams, also was da für Messages kommen. Früher hat man das nicht gemacht, wenn jemand noch im Team drin ist. Das ist aber bevor wir abgesagt haben, muss ich auch sagen. Also, man weiß, wir haben noch abgesagt, Saison. Aber wie man da miteinander umgeht und man kriegt Trainingsanzug, wenn du zu uns kommst, gerade, und wir schauen wegen dem Mitgliederbeitrag, das nicht der ganze Teil einmal. Das hat es früher nicht gegeben. Und vor allem, also ich habe ja auch von anderen Spielern, aber das sind alles Free Agents, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es nie gemacht, aber so wie die heutzutage aggressiv abwerben, ich bin schon gewesen, und wo ich von Colorado zurückgekommen bin, bin ich eigentlich positiv gewesen, habe viel gelernt mit denen, habe das ins Team hineinbringen und alles, und nachher ist ein rechter Downfall gewesen, wo ich dann gesehen habe, was da passiert ist. Wir sind schon 21 Glück, mit 21 Glück kannst du nicht durch die Saison durch. Und die Neuen kannst du nicht ins kalte Wasser werfen. Die Rookies, die noch nie Football spielen, ich rede jetzt von, sind sehr wenige U19 raufgekommen. Es sind nur 3 Stück. Dafür werden nächstes Jahr, also das Jahr, dann Ende das Jahr, werden viele raufkommen. Und dann haben wir uns müssen schweres Herzen entscheiden, zum zurückzuziehen Team. Und das ist natürlich ein Big Blow für mich, weil ich noch nie eine Saison ausläuft im 33 Jahre Football jetzt doch schon. Und dann bin ich an dem Punkt gewesen, wo ich mir so sage, ich weiß nicht, was machen. Und dann bin ich aber zuerst nochmal auf Amerika, auf Arizona, da Quarterbacks coachen, was sehr lässig war. Wir sind da 2 Wochen drin gewesen. Haben dort ein bisschen Pro-Days-Vorbereitungen mitmachen, helfen. Spencer Rattler, Jake Plummer und dann ein paar gute Receivers. Brandon Rice von USC, der Legette von South Carolina, sind alle dort gewesen. Sind am Abend auch noch in Red Robin kurz Nachtessen mit den Jungs. Das ist wirklich super Typ. Das ist noch lässig, wenn du siehst, so zukünftige NFL-Spieler, wie die eigentlich down to earth sind. Und wie sagt man, auch im Training, wie sie dort alles geben, nur wirklich zum in die NFL kommen und jeden Tag hard work. Und das Training hat am 8. Jahr angefangen. Die sind schon am H8, die sich selber einwärmen dort. Und so, das jeden Tag. Und abschließend haben wir dann mit einem großen Camp, 220 Quarterbacks, 180 Receivers, 30 Coaches im Ganzen. Und am nächsten Tag heimgeflogen. Und ja, und dann bin ich, wo ich dann daheim gekommen bin, wieder vom Highlight zum Lowlight, habe ich gemerkt, dass ich ja da gar nichts habe. Kein Team mehr für diese Saison.
Und das ist ein bisschen wie Corona, bin ich daheim, wo ich arbeite, nach Hause gekommen, Fernsehen geschaut und dann nächsten Tag wieder arbeiten, dann wieder auf Fernsehen, einfach das Fußball, und es hat mir gefehlt. Und dann, wenn man ja weiß, bin ich jetzt bei den Renegades als Receiver Coach. Ich habe zwar mit einem anderen Team noch selber angefragt, ob ich dort kann helfen kann. Der hat gesagt, sie brauchen nicht, sie haben schon auch genug Coaches und so. Dann denkt okay. Dann denkt jetzt ist die Saison wirklich mal, wo ich keinen Football habe. Und wie die letzte Saison hat es Spaß gesagt, dann irgendwas wäre mal nur Experte, Skype-Showdown und kein Coach. Dann denkt er, gut, das Jahr wird es jetzt so eintreffen. Und dann nichts aus dem Blauen raus, aus nichts raus, ist das Telefon gekommen von Zürich und die haben mich gefragt, sie wären froh, wenn ich ihnen ein bisschen helfen könnte. Und das ist für mich natürlich eine Ehre gewesen, muss ich ehrlich sagen. Es ist aber auch das erste Mal, dass ich nicht Head Coach bin in der Schweiz. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich meine, der Clark ist der Offense Coordinator und der Coach Amand ist der Head Coach und das sind meine Chefs und die sagen mir, was ich machen muss. Und das ist meine Rolle das ist für mich kein Problem. Und ich weiß, wie man es tut, weil ich bin im College auch so gewesen, bin ich dort sogar noch Intern gewesen. Aber ja, in der Schweiz hat man noch nie, das ist auch etwas Neues, aber ich bin einfach froh, bin ich im Football. Und Renegades sind ein cooles Team. Ich kenne sehr wenig von dort. Natürlich, jetzt kenne ich sie, aber vorher habe ich überhaupt wenig gekannt. Es sind viele junge Dinge, viele neue, also neue, wo noch nicht so erschienen waren in den letzten paar Jahren. Und ja, es ist lässig, dort zu arbeiten und so. Und auch der Clark macht einen super Job und der Amand macht einen super Job. Defense-Koordinator auch, der Matthias, der Defense hinten macht, also DBs und so. Ja, und also so habe ich in der Offseason ist noch einiges erlebt, das war recht turbulent gewesen. Wie gesagt, nochmal viel Highlights, aber leider eben auch. Lola T hat natürlich gerne Bergovia weitergemacht. Wie das dann im Sommer aussieht, weiß ich nicht. Ich darf jetzt auch nicht viel sagen. Ich habe noch irgendwie ein Verfahren, etwas vorgegangen, weil ich etwas zu viel gesagt habe. Ich darf jetzt da noch nicht das ganze Statement abgeben, Bergovia. Wenn das dann mal geklärt ist, dann werde ich das mal alles richtig sagen und richtig setzen. Aber wir werden eigentlich im Sommer schon weitermachen mit mir als Coach, aber wenn das nicht geht und mir gefällt es bei den Renegades, dann schauen wir. Aber jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Auf jeden Fall habe ich wieder ein Team, wo ich sehr froh bin und nicht nur daheim sitzen muss und Fernsehen schauen. Coach Haas und Zürich Renegades, das klingt irgendwie noch ein bisschen komisch. Ja, Das ist auch noch ein bisschen dann. nostalgisch. Du weißt schon noch, der Game-Winning-Touchdown im Halbfinale 2003 gegen Zürich gemacht hat. Gut, das wissen Zürcher ja nicht mehr, oder? Im Aber. Moll, weil der gegen uns gespielt hat, der heißt Oliver Gossweiler und der ist jetzt der Sportchef. Ja, ich weiß. Der ist Ich jetzt weiß. Sportchef von den Renegades. So ein paar Aber alte Knöchel mögen sich schon noch erinnern, ein genau. paar sind schon der Running Back Coach, wo ab und zu kommt, ist doch auch noch der Gersbach oder der hat dort auch mitgespielt. Aber ich meine, sie sind nach der Broncos immer noch ein Meister. Team mit dem Meister Swiss Bowl Chair Absolut. Meisterschaft, oder? 2008 ist der letzte, ist da schon lange her. Aber ja, Schauen wir jetzt ich natürlich bin schon froh. früher auf der, ist ein bisschen weit weg, Ding. Also am 1. April, erste Match für den Renegades in dieser Saison. Broncos, für die ist es dann der zweite Match am 1. April im Oberaau. Das wird ein richtiger Clash zwischen den Broncos und den Renegades, aber so weit gehen wir jetzt noch Nein, nicht. das ist. Also, wir haben bis dann, Broncos haben noch Match bis dann schon, Meisterschaftsspiel. Wir haben zwei Vorbereitungsspiele gehabt, plus gehen wir jetzt das und die gehen wir zu den Falcons Raiders aber. Aber nachher ist Fokus nur noch zu den Broncos, aber bis dann haben wir noch mal drei oder vier Skype-Showdowns. Also, von dem her, wie gesagt, lassen wir das. Aber wir freuen uns schon auf das Spiel auf jeden Fall sehr. Sehr cool. Also, ich habe mir Folgendes vorgenommen, Coach. Heute 10 Fragen zur bevorstehenden Saison. Ich werde dann wahrscheinlich noch ein bisschen Zusatzfragen und so weiter, aber so ein 10 Themen, wo ich gerne deine Meinung hätte dazu, wenn du ready bist für das. Und wir haben ja nicht prescripted, das muss man auch noch sagen. Ich das Haben jetzt, wir nicht. Haben wir du hast nicht. mir nur gesagt, das können wir 10 Fragen, aber wir haben nicht prescripted. Genau. Also, an dieser Stelle, bevor wir loslegen, herzlichen Dank. Schön an der Jörg Behrendt. Er einmal mehr, Football-Promoter, Helvetica CEO, er unterstützt den Skype-Showdown wieder, macht das möglich, dass wir das auf GR heute können publizieren. Also danke vielmals, Jörg, für deinen Einsatz einmal mehr. Das ist super. Ja, etwas, der Jörg macht sehr viel für den Swiss Football. Angefangen mit der Garz, wie gut er das organisiert hat und alles. Hat dann auch noch geschaut,
Wie gesagt, der Gove ist leider jetzt das einzige Team, wo es nicht mehr gibt. Aber er hat dann auch noch gelobt, der Gove zusammen, halt, dass die Spieler von Emma, dass die nicht, weil Emma spielt ja auch nicht, wie man weiß, Solothurn spielt nicht, Morsch hat sich zurückgezogen. Es sind doch sehr viele Teams, die sich zurückgezogen haben. Das ist, haben wir gesagt, wir müssen ein anderes Mal reden, wie viele Teams sich das ja zurückgezogen haben. Aber zurück zum Jörg, er hat dann gelobt, dass wirklich die dann zu Luzern können, die spielen, die sind jetzt bei Luzern. Der von Emma und er schaut das so sehr, er hilft auch wieder U19 von Agrovia mit. Also er ist überall ein bisschen dabei und ja, danke vielmals, dass er beim Skype schon dann weiterhin hilft. Okay, bist du ready, Coach? Dann lassen wir los. Born Ja? ready, born ready. Frage Nummer 1. Ist das Jahr nach 16 Finalteilnahmen in Serie seit 2008 immer im Finale? Ist das Jahr, wo sich die Atlanta Broncos nicht mehr für den Swiss Bowl qualifizieren? Für das Swiss Bowl qualifizieren? Nein. Sie werden sich qualifizieren für das Swiss Bowl. Okay, was erwartest denn du? Ich meine, jetzt Broncos haben das erste Mal seit, ich glaube überhaupt, ja, seit 20 Jahren oder so, ist Robin Senrich, ein Schweizer einheimischer Quarterback bei den Broncos. Wenn man jetzt abgesehen vom Dia Baumann, der 2014 viel gespielt hat, aber er war eigentlich nur Backup gewesen und für eine verletzte Ami dann eingesprungen, der startet in der Season ein einheimischer Quarterback und ich weiß gar nicht, wenn es das letzte Mal geht, wo ein Schweizer Team gewonnen hat, Swiss Bowl mit einem Schweizer Quarterback. Das ist noch 20. Jahrhundert gewesen. Ja, das kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Hat Zürich dort dazu mal haben die einen Amerikaner gehabt? Dort, wo Swiss Bowl Champions, die haben einen Ja. Amerikaner gehabt. Ah, der Munoz, ja, der Anthony Munoz natürlich haben sie gehabt, wo jetzt beim Flag Football sehr aktiv ist. Frage ist gewesen, wegen Robin, ja. Also, der Robin ist natürlich ein Quarterback, wo trimmt worden ist vom Coach Paffen, wo selber Quarterback ist und sehr viel Ahnung hat von QBs. Schon seit der Flag spielt. Hat er schon gespielt dort bei unter Chris Winter, nach einer super U16 Tackle und dann U19 dominiert als Quarterback. Und jetzt hat er seine Chance gekriegt. Und ich sage, der wird das gut machen. Er hat sehr viel Potenzial als Quarterback. Haben schon ein paar Mal gesehen, spielen, aber ich habe auch schon gegen ihn gespielt. Als Coach ist sehr schwierig zum Vorbereiten gegen ihn. Was natürlich auch hat, er natürlich ein super Umfeld. Also jetzt. Off the field und on the field, ich meine, on the field vor allem, Max Gray und dann die Running Back Group, wo wir Broncos sind, oh meine Güte, oder da muss, dann die O-Line, super Receivers, von dem her, ja, und ich weiß auch, dass, bin eigentlich sicher, also ich weiß nicht, aber ich bin sicher, dass der Coach Buffer ihm Zeit geben wird, der wird jetzt nicht nach der ersten Interception von Robin irgendwie ausflippen und gerade jemand anderes rein tun oder so, der wird ihm Zeit geben, aber er vertraut ihm auch, sonst wäre das Statement nicht Coach und sie haben das Statement schon früher rausgegeben, dass der Robin Starter wird. Ich glaube, das wird ein gutes Connection geht, also die Connection, aber gut, die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Quarterback und auch über mehrere Jahre hinweg. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Jahr und nachher wächst man sich so, wie man es mit Bern probiert hat, dazu mal mit Marcel Niklaus, der auch ein ganz guter Quarterback ist. Aber dann hat man das Experiment abgebrochen, es geht nicht. Das gleiche ist mit Winterthur, man hat es auch abgebrochen. Ich glaube, Broncos brechen das Experiment nicht ab, bin ich ziemlich sicher. Und geben ihm ein bisschen Zeit. Am Anfang wird er ein bisschen nervös sein. Hoffentlich gegen Renegades wird er ein bisschen nervös sein. Aber dann, ich glaube, er wird ist ja sehr gut. Also nicht, ich glaube es, ich weiß es, er ist ein guter Quarterback. Und ich finde das sehr gut für die Broncos, dass sie das Statement gesetzt haben und ihn als Quarterback laufen haben. Okay, also du siehst Dann Broncos. kommt auch noch dazu, dass cool geboren, Name Robin und Nummer 8. Also da kann nicht viel falsch gehen. Das spreche ich immer wieder an, das kann nicht falsch gehen. Muss nur noch Stimmt. acht tätowieren unten dran und dann ist alles gut. Genau, so weit hätte ich gerne noch nicht gedacht. Also für diese Broncos ein Swiss Bowl Teilnehmer jetzt so mal nach jetzt. Teilnehmer, ja, Teilnehmer. So, jetzt in der Pre-Ranking, wenn wir es jetzt machen, ja, und das ist eine von den 10 Fragen, ist das für mich ganz klar, ja. Okay. Frage Nummer 2. Thun Tigers, ein neuer Head Coach, immer noch ohne US-Import, so wie ich weiß. Vor 3 Jahren aufgestiegen, vor 2 Jahren Playoff, letztes Jahr im Finale. Geht es weiter aufwärts? Weiter rauf kannst du nicht, dann wäre es der Schweizer Meistertitel. Also in dem Fall nein. Die sind im Swiss Bowl gewesen
Und wenn es weiter aufwärts ging, wenn du es schon so fragst, dann wäre es ja der Swiss Bowl-Titel. Und dann in dem Fall nein. Fehlt mir der Ami oder die Verstärkung einfach? Oder ist es, oder was fehlt Uli? Ja, nicht auf der Quarterback-Position, da haben sie ganz gut. Aber sonst braucht es einfach noch ein, zwei Imports. Ich weiß jetzt nicht, grad, welche Positionen sie bräuchten, aber ja, wir sind noch nicht so weit, dass man kann mit einem rein schweizerischen Team nur Schweizer drin und alles nur home. Ich weiß nicht einmal, ob die sogar. Haben die ja irgendeinen Spieler von einem anderen Team? Also die letzten 2 Jahre nicht. Das Jahr weiß ich jetzt nicht, ob sie schon haben. Das sehen wir dann, wenn die Saison angefangen hat. Aber leider ist es noch nicht möglich, dass man mit einem eigenen Team nur aus Schweizer ohne Imports eine Meisterschaft gewinnen kann. Nein. Und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen der gut, Kulturwechsel, vielleicht nicht ganz, aber gleich der Coachingwechsel. Der Coach Pulver hat das Team natürlich geprägt die letzten Jahre und das wird auch nicht ganz so einfach sein, zum Ersetzen. Jetzt kommt natürlich der Chief hin, oder? Der Chief ist auch sehr erfahren und hat viele Jahre Football-Erfahrung, vor allem auch in Thun. Also, er und der Pulver sind ja auch als Kollege und haben sehr, sehr lang zusammen gecoacht. Also, es kommt zwar ein neuer Head Coach hin, aber die Philosophie wird sich nicht ändern. Aber beim Chief, beim Coach Chief, klingt komisch, Coach Chief, ja, aber wird sich nicht ändern. Und ich glaube trotzdem nicht, dass es weiter aufwärts geht und ja, nach den ersten 2 Spielen, wie immer, kann man mehr sagen, aber ja, das zum Zurückgehen, die werden gleich Position, auch die gleich Offense und Defense gleich Playstyle spielen, wie es bis jetzt gemacht haben. Ich glaube nicht, dass er ändern wird. Er wird sicher ein paar Adjustments machen und so, aber Philosophie und alles über den Hof steht. Wenn jetzt ein neuer Staff hineinkommt in jedes Team, wird es auch geändert. Aber er hat immer noch den gleichen Staff, oder? Es kommt ja nur er rein. Es ist nur der Pullover, der geändert hat. Also da wird sich nicht so viel ändern. Nein. Und es werden vermutlich auch Teams nicht mehr so Tigers unterschätzen, sage ich jetzt mal, in den letzten 2 Jahren. Letztes Jahr sind sie immerhin im Finale gekommen. Aber irgendwie stürzt es gleich wieder ein bisschen dorthin, dass man denkt, tun, ja, ganz für eine lange Zeit. Oder die haben uns jetzt eigentlich schon ein Haufen Mal Lügen gestraft. Ja, aber das Jahr sind jetzt einfach Broncos, mehr, also Renegades, Basel, die drei sind noch ganz sicher stärker als Thun in meinen Augen. Und ja, sie haben uns Lügen gestraft. Und wie du gerade gesagt hast, man unterschätzt jetzt nicht mehr, man nimmt es als ganz wahr. Man hat es ja eigentlich auch Lexo nicht so unterschätzt. Im ersten Jahr war es klar gewesen. Aber nein, es ist, wie du gesagt hast, die werden jetzt nicht mehr unterschätzt. Es ist ein Top-Team, aber sie werden jetzt ihre Grenzen aufzeigen. Bekommen das Jahr, glaube ich, dass es wirklich vielleicht einmal auch ein Change bräuchte mit Imports oder vielleicht halt einmal ein paar ganz gute Spieler noch von so anders holen will. Die anderen Mannschaften haben das auch. Okay, Frage Nummer 3. Jetzt kommen wir natürlich zu Oi. Dila. Ich kann es nicht richtig aussprechen, aber sind faktisch jetzt auch mit Dini. Zürich Renegades. Man kennt den Head Coach, Coach Manson, man kennt den Clark Evans. Die sind ambitioniert, die sind ehrgeizig, das sind Winner-Typen. Du siehst sie aus erster Hand. Wie stufst du die Renegades ein dieses Jahr? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt, so lange bin ich noch nicht dabei, aber du hast es richtig gesagt, das sind sehr ehrgeizige Coaches, alle. Und vor allem die zwei Hauptglieder oder die drei zusammen mit dem Defense Coordinator, die sind sehr, sehr positive Influence auf das ganze Team. Es ist ein junges Team, das unterschätzen viele, weil es sind doch auch immer noch 9 Leute bei den Guards oder so, die nicht mehr bei den Renegades sind. Hat ein paar Zuzüge gegeben. Es hat auch, von der Agobi ist auch noch einer gekommen. Und ja, ich schätze es schon auch ein Playoffs-Team, ja. Sagen wir es jetzt mal so vorsichtig gesagt, oder? Also, das muss das Minimumziel sein, in Playoffs kommen. Also unser Teamziel, das ist ja auch Geheimnis, das hat ja jedes Team von den 8 Teams, dann hat's ja, ist natürlich der Ultimate Swiss Bowl sein, das ist schon klar, und dann auch zu gewinnen. Aber jetzt aus Sicht aus als Experte, ist ein klares Playoff-Team und das sind auch die Ambitionen, in die Playoff reinzukommen. Natürlich gibt es sicher einen ganz heißen Tipp mit dieser Vorgeschichte jetzt auch von der letzten der Entwicklung auch letztes Jahr. Wir kommen zur Frage Nummer 4. Ein bisschen unter dem Radar. He? Geneva Seahawks sind letztes Jahr zwar ein bisschen wechselhaft gespielt, einmal ein bisschen gut, einmal schlecht, aber sie haben dann gleich Playoffs erreicht. Sie sind neben den Broncos oder Tigers das einzige Team mit einem Schweizer Quarterback, Benaj Allerini. Den weiß man nie so richtig viel, aber das traust du
Das sehe ich auch so. Ja, Frage Nummer 4, das ist so ein bisschen, wie du ein eigenes Ranking gemacht hast, wenn man so sieht, wie du mit Teams runtergehst. Eben, ich sehe sie auch genau so in dem Ranking, wo man zwischen 5 und 4, dass die dort noch reinschlüpfen. Das wird ein bisschen das Ding sein, so zwischen Thun und Genf. Wie jedes Jahr, von ihnen hört man einfach zu wenig. Ich meine, ich folge sie auch auf Social Media, aber auch dort kommt nicht viel. Man sieht natürlich Trainings und so, aber dass das Versteckspiel wer hätte, ich meine, wir haben noch einen Monat zu gehen oder die Broncos spielen in 2 Wochen, die meisten fangen in 4 Wochen an und man weiß immer noch nicht. Das dürfen wir jedes Jahr seit 8 Jahren sprechen, das ist schon an. Es ist ziemlich schwierig. Benaia ist kein schlechter Quarterback, der ist auch ein Läufer, oder? Hat letztes Jahr auch gut gespielt. Diesen ist jetzt ein überragender Quarterback, also ist jetzt der Robin um einiges besser, auch als Game Manager und so. Und er natürlich, Benaia hat sicher nicht das Umfeld in der Offense, wie er hat bei den Broncos. Robin, aber dafür haben sie eine Defense, ganz gut, die Defense haben die Genfer. Darum dürfen wir den nicht unterschätzen, wie du gesagt hast. Da müssen wir aber wirklich abwarten. Das ist jetzt ein Tier und Bern, wo man nicht so viel erfahren hat das Jahr. Aber man weiß, sie gehen mit dem Benaia rein und vierter, fünfter Platz. Kampf um Playoffs, ja. Aber sicher nicht in der Losing Season, also dass sie müssen irgendwie um die achte, siebte Position oder sechste kämpfen. Ich sage jetzt mal 5 und 4. Ja. Okay. Runde Frage Nummer 5. Das ist ein ganz spannendes Team das Jahr. Basel Gladiators haben letzte Saison zwar Playoff verpasst, aber sind kein schlechtes Team gewesen. Und sie haben jetzt viel Kontinuität. Sie bringen den Sky Noble Quarterback zurück. Und auch sonst haben sie einige Verstärkungsspieler, die zurückkommen. Und die Kontinuität, glaube ich, macht Basel stärker. Also, ich habe das Gefühl, es könnte das Playoff-Team sein, oder? Also ich sage es so, das ist jetzt da, wo ich ein bisschen länger muss reden. Basel ist bei mir jetzt so, und ich sage es knallhart raus, jetzt oder nie. Wenn sie mit dem Team, wo die das Jahr haben, und ich kenne Basel gut, und das sind nicht Gerüchte, man weiß ja, wer es ist, der Dwayne ist offen mit seinen Leuten, wer er hat und was nicht hat. Ich habe auch 6 Algovia-Guys, auch 4, 5 Algovia-Guys, die dort sind. Wenn es das Jahr nicht mindestens in Playoffs kommen und dort aber auch das Halbfinale gewinnen, muss man dem Vorstand einmal sagen, vielleicht müssen wir nochmal weiterschauen oder sonst etwas machen. Das ist jetzt nichts gegen den Coach, der schon so lange dort ist, das ist mir klar. Und es hat noch den Defense-Coordinator Jan Büscher, der bei mir bei Agogo ist, ein ganz guter Defense-Coordinator. Das Team, das ihr das Jahr habt, das darf nicht fehlen wie letztes Jahr oder so. Schon allein die Receiver-Gruppe, die ihr habt, das ist phänomenal. Schon allein Backups würden bei jedem anderen Team, außer jetzt bei den Broncos oder vielleicht bei den Renegades oder so, spielen. Wirklich Backups von denen. Sie sind tief mit 5 Running Backs. Ich weiß, wer dort als Running Back ist. Und die O-Line, was haben die? Die haben 9 O-Liner im Moment. Einer von der ELF called auch noch dazu, obwohl sie ihr Ding haben. Dann haben sie Skyler Noble, der ein guter Quarterback ist. Dann Defense mit dem Lenzin, mit dem Brücker, mit dem Lucian, mit all den Top. Wenn sie das ja auch nicht schaffen, und das meine ich jetzt nicht böse gemeint, aber dann müssen wir mal über Bücher. Weil auf dem Papier haben die jetzt das beste Team. Ich sage es jetzt gerade mal so ausgesprochen: zusammen mit den Broncos auf dem Papier. Ich könnte dir jetzt aufzählen, wer die alles haben. Das ist unglaublich. Und darum verstehe ich nicht, sie haben Lexa sind schon auf dem Papier so gewesen und haben nicht einmal Playoffs geschafft. Also nicht so wie jetzt. Wie du gesagt hast, die haben jetzt Imports, sind alle zurück. Der Billy ist auch wieder da. Der zählt als Schweizer, der von Colorado. Der Tim ist leider verletzt, ist aber auch wieder da, der Australier. Skyler ist da. Sie haben alle zurück, die haben ja fast die haben keine Abgänge. Sie haben nur Zugänge, und zwar gute Spieler, neue Zugänge haben sie. Und ja, also wenn sie das ja nicht schaffen, Titi, dann muss man wirklich mal schauen, das ist jetzt nicht irgendwie etwas gegen Wood Family, wo Präsidentin ist und wo der Head Coach ist, aber der Dwayne weiß es auch. Und ich rede immer noch mit ihm, wir haben super mit ihm. Aber er hat jetzt, das Jahr hat er wahrscheinlich den größten Druck in all den Jahren, wo er coacht, weil er weiß, mit dem Team, da gibt es keine Ausrede mehr. Wenn du jetzt sagst, ja, das wegen dem und dem, lass ihn nicht mehr akzeptieren. Würdest du das akzeptieren mit dem Team, wo die auf dem Papier haben, dass die Playoffs nicht schaffen, Also ich wenn du jetzt glaube, ein Board-Member wärst? ja, ich sage, sie werden es schaffen, weil der Coach Wood hat natürlich auch die Ja. History, dass er nach einem schlechten Jahr immer geschafft hat, zum Rebounden, oder? Und Ja. darum habe ich das auch bei der Frage schon gesagt, ich glaube, Basel ist ein ganz heißer Kandidat das Jahr.
Ganz, also sie müssen der ganz heiße Kandidat sein. Und ich glaube, sie werden es auch. Das wird eine ganz starke Mannschaft sein. Wenn das richtig alles so hergeht, wird das ganz, ganz gute Mannschaft sein. Und das ist jetzt nicht zum Druck machen, aber es ist jeder, der im Fußball rauskommt und die Mannschaft kennt, wo Basel das ja hat, muss man einfach realistisch sein. Da gibt es keine Ausrede mehr. Und du hast recht, er ist berühmt, dass er immer zurückbounced, wenn er ein schlechtes Jahr hat. Und darum muss man vielleicht sogar sehr aufpassen vor denen sogar. Okay. Frage Nummer 6. Auch eine von den Blue Bloods in der Schweiz, wenn man so will. Bern Grizzlies. 2023 zwar eine schwache Saison gehabt, aber halt ein sehr junges Team. Man weiß die ganzen Abgänge in DLF und so weiter. Sie sind trotzdem ein junges Team. Durchaus kompetitiv gewesen. Nach ihrer Möglichkeit. Jetzt haben sie einen neuen QB, Kiani Freeman. Wie stark schätzt du Grizzlies sie? Genau, noch der gleiche Head Coach für letztes Jahr. Also, da haben sie müssen wechseln, oder? Der ist auch wieder zurück. Und der Keanu Freeman hat eigentlich ein gutes Repertoire, also eine gute Reputation, oder? Dass er Ding ist, aber mit dem Team glaube ich nicht, dass es aufwärts geht wie letztes Jahr. Ich glaube, die werden wieder so wie letztes Jahr die Teams schlagen, was sie schlagen müssen, und der Rest verlieren. Oder knapp sie, was auch immer, aber sie werden sicher nicht in die Playoffs kommen, das glaube ich. Sind sie nicht weg, aber vor allem jetzt, wo wir geredet haben, wie die andere Mannschaft, alle die Mannschaften, wo du in anderen Fragen gestellt hast, was die für Mannschaften zusammen haben, da kann Bern nur träumen davon, so eine Mannschaft zu haben. Sie sind, ob sie immer noch können sagen, sie sind in einem Umbruchjahr nach dem, was letztes Jahr passiert ist, mit der ELF und allem, mit all den Spielern, die sie verloren haben, nach dem Meistertitel, weiß ich nicht, aber es ist sicher keine gute Idee gewesen, dass man den Clark, das will jetzt nicht für den Clark und Flamand reden, aber das sind zwei ganz gute und die hat man ja dann weggetan. Und ja, oder sie sind gegangen, weiß ich es auch nicht mehr genau. Aber ja, das wird kein Playoff gehen. Wie du gesagt hast, sie haben können ein bisschen mitheben letztes Jahr. Und das Jahr wird genau wieder gleich sein. Ja, mehr. Ist ein Mit großer einem, mit Umbruch, ein. oder? Großer Umbruch. Sie Ja. sind 1 und 9 gegangen im Jahr nach dem Meistertitel. Aber gleich, sie kommen bei den Junioren, sind U16-Titel geholt. Das braucht natürlich noch ein paar Jahre, bis die dann mal in der Nation. Eben so ein großer, massiver Umbruch, der ist fast nicht zu machen innerhalb von einem Jahr. Nein, und sie noch brutaler bei den Grizzlies ist der Umbruch, was gehabt. Ich meine, bei der U19 sind sie zweitletzt geworden. Ist nur noch ein großer ist noch ein schlechter Ziel als sie. Im ersten Team sind sie 1 und 9 gewesen. Und bei der U16 sind sie Meister geworden. Das zeigt eigentlich eben die Generations, die da immer kommen. Und aber wenn du natürlich, das muss man gerade nochmal ansprechen, so viele Leute verlierst jetzt, nicht nur in DLF, aber auch wo Retirement oder sonst gehen, ist es natürlich schon brutal, so eine Saison spielen denn. Und dann für die U19 kommt nicht viel auf. Dafür wird die U19 ein Stück stärker sein. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Frage gewesen, wegen der U19, aber die werden natürlich ein Stück stärker sein, als was sie letztes Jahr war. Es braucht halt immer. Wie du gesagt hast, Umbruch braucht immer Time und Development. Und das Development sieht nicht schlecht aus. U16 ist ja auch schon gute Ligen, oder? Also schon seit Jahren. Und dort sind sie Meister. Aber das hat jetzt noch, wie du gerade auch gesagt hast, noch nichts mit der Nation zu tun. Und darum glaube ich nicht, dass es viel besser ist. Sie werden aber sicher nicht 1-90, sie werden mehr Spiele gewinnen als ein Spiel. Schon allein wegen Winterthur und St. Gallen. Aber ja, es wird noch eine Weile lang brauchen, bis der Umbruch mal richtig fruchtet. Und die anderen Mannschaften, die wir vorher aufgezählt haben, in den ersten 4, 5 Fragen mit Basel zusammen, sind einfach um einiges, also nicht um einiges, aber doch stärker als Bern. Okay, du hast sie gerade angetönt. Frage Nummer 7, die Winterthur Warriors. Die haben so, was man immer gehört, zumindest nur Aussenseiter-Chance. Sie haben einen neuen Headcoach, Justin Fish, einen neuen US-Quarterback, der schon so ein bisschen liegt, aber noch nicht official ist. Letzte Saison hat es 2 Siege gegeben, während die Warriors das toppen. Nein, werden es nicht. Warriors sind seit Jahren nicht mehr konstant. Die haben ein schwieriges Ding dort. Mit der Verletzung der Kalix, so wegen der Quarterback, der ausgefallen ist. Ihre Topspieler, der Leroy Rümmel, ist auch viel ausgefallen. O-Liner haben gefehlt. Wir haben sie immer wieder angesprochen. Ja, man hat auch ein bisschen Questions. Coaches haben sich, oder die Leute in der Schweiz haben sich gefragt, was für Leute holen die eigentlich, wo das, da der Belgier, der wirklich nicht gut war und so, haben sie aus diesen Fehlern gelernt? Nein, Lexio nicht eigentlich. Also, wohl, die Imports haben zwar besser gehabt, aber sie haben leider verletzt, dann haben sie noch den lettischen Linebacker gehabt, oder?
der, wo jetzt zu einem anderen Team geht in der Schweiz. Jetzt, Leroy, muss man auch sagen, ist auch weg. Jetzt, welche Waffen haben die noch? Ich meine, die haben wirklich keine Waffen mehr, wo ich jetzt gerade wüsste, wo ich jetzt kenne. Und das brauchst du einfach. Sie werden es schwierig haben und werden, ja, wenn es zwei Siege anerkennen, ist zweimal St. Gallen schlagen, ja. Aber mehr als zwei Siege wird ganz, ganz schwierig für den vielleicht einmal noch Bern. Also drei Siege liegen vielleicht drin. Also dann wäre vorrangig, ja, sie können es doppeln. Also, wenn es zwei gewonnen ist, gesagt, gell, haben wir gesagt. Ja, drei liegen drin, aber das wäre Playoffs, es. keine Also, Chance. nein, Playoffs, keine Chance, Playoffs. Da kann ich gar nicht so raus sagen. Also wirklich keine Chance. Okay, Gott. Das ist die Prognose für Warriors. Und dann letztes Team freut mich sehr, dass sie nach so vielen Jahren, ich meine, das ist ja auch eine Dynasty, wo sie in St. Gallen hatten. Jetzt Nationalliga mit der St. Galler Mannschaft zurück. Fantastisch aus Ostschweizer Sicht. Aber der Aufsteiger, jetzt meine Frage, die werden es auch schwer haben, oder? Die werden es mehr als schwer haben. Und zwar aus mehreren Gründen. Der erste Grund, wo ich gesehen ist, dass sie holen zwar einen Quarterback-Import, das ist auch kein Geheimnis, aber was haben sie sonst noch geholt? Mit der Mannschaft, die sie haben die in der ACB, sind die letztes Jahr Dritte geworden bis im Finale und dann haben sie das Finale gewonnen. Ja, das haben sie, haben die ACB gewonnen. Aber die haben nicht überzogen das ganze Jahr und das in der ACB. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch irgendwie 8 oder 10 neue Spieler von so anders noch geholt haben, aber wenn es mit dieser Mannschaft von letztes Jahr plus nur einem US-Quarterback in die Saison gehen, dann, wir haben das die letzten paar Jahre schon angesprochen, es ist ein riesiger Unterschied zwischen ACB und NCAA. Und das ist es. Und wir reden auch nicht von Preseason-Games, wo man dann sagt, oh, wir können mitheben mit denen. Wenn man mal im Saft ist, nach 3, 4 Spielen in der Saison und du spielst gegen Broncos oder gegen Renegades oder gegen Basel, dann nicht, dann siehst du, wo die Limite aufgesetzt werden. Und nein, die werden die Letzte. Die werden die Letzte. Vielleicht mit irgendwie noch etwas, wenn bei Winterthur vielleicht noch ein paar verletzen, dass dann Winterthur und St. Gallen um den letzten Platz kämpfen. Wenn es, wie ihnen vorhin gesagt hat, Winterthur wird St. Gallen zweimal schlagen. Das ist dann aber einfach wegen der Erfahrung, weil sie schon so lange in der NCAA sind. Was du vorher angetönt hast, das ist eine Dynasty. St. Gallen ist eine Dynasty. Ihr Head Coach, der Renato, der hat die Dynasty miterlebt. Viermal nacheinander Meister mit den Vipers. Früher dann noch St. Gallen Raiders und alles drumherum. Aber das ist 20 Jahre her. Das interessiert niemand mehr. Es ist jetzt 2024 und sie kommen mit einem Team rein, wo sie, wie gesagt haben, letztes Jahr zwar den ACB gewonnen, aber nicht dominiert haben. Normalerweise tut ein Aufsteiger dominieren in jeder Sportart und dann steigst du auf und dann kannst du irgendwie mitheben, das wäre, oder steigst du wieder ab. Aber mit St. Gallen, da muss auch viel mehr Verstärkung reinkommen, Also um da wirklich drin zu Thun hat ja den Blueprint gebracht, oder wie man es macht, oder? Aufkommen und kommen. mitheben. Danke, ja. Danke vielmals, ja, das stimmt natürlich. Thun hat das gezeigt. Und sie können den gleichen Spirit haben wie Thun, das ist so, weil sie sind auch alles homegrown, sie kennen sich schon seit Jahren, oder? Haben einen guten Coaching-Staff, sind erfahren, aber es ist schon der NCAA. Nicht tun hat NCAA dominiert, das ist der Unterschied, wenn du jetzt das so bringst. Wirklich dominiert. Und die sind dann ein Jahr auch nicht aufgestiegen, haben es nicht wollen. Weil sie einfach gesagt, das sind zu früher, sind so mit Spielern. Ich rede jetzt von tun. Sie haben die Spieler dann angefragt, das kann nochmal, und dann haben sie gerade nochmal dominiert, NCAA. Also wirklich dominiert. Und das ist der Unterschied, was ich jetzt sage. St. Gallen hat den ACB nicht dominiert. Und tun schon, bevor sie aufgestiegen sind. Und das ist der feine kleine Unterschied von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wegen Blueprint, gerade aufgekommen und so. Und darum sehe ich sie nicht so. Mit tun kannst du das nicht vergleichen, St. Gallen und tun. Das kannst du nicht machen. Okay. Gut, damit wären wir schon bei Frage Nummer 9 und das ist jetzt also der ganze Roundup von dem von NCAA, was wir jetzt so gesagt haben. Kannst du das Power Ranking geben oder vielleicht auch, wer ist besser geworden, wer ist schlechter geworden? Ist early, ich weiß. Aber ja, versuch doch mal. Also, die Renegades sind sicher besser geworden. Die sind ja letztes Jahr im Halbfinale leider gegen Thun raus. Also, leider, ich sehe es, war noch anders gewesen, aber sind sie gegen Thun rausgefallen. Also, Zürich ist sicher bei meinem Power Ranking besser drinnen, als sie das letzte Jahr gewesen sind, weil dort sind sie, wie gesagt, im Halbfinale rausgefallen.
Thun wird nicht mehr so gut sein. Oder willst du das Power Ranking 1 bis 8 haben, oder was? Ja, wir können gerne nochmal so durchgehen, wer besser, wer schlechter. Und nachher möchte ich schon gerne Ja. eine Rangliste hören. Nein, das können wir uns nicht wiederholen, so ein Ja. Ding, aber Away Early Power Ranking ist schwer. Ich kann es ja so geben, die ersten vier, aber nicht nach der Reihenfolge. Okay. Wer ich jetzt sagen wird nach 6 Wochen von Saison, out of 10. Weil man spielt ja nicht jeder zweimal, weil die meisten Mannschaften, die möchten nicht so viel spielen. Muss ich jetzt einfach gehen mit den Broncos, mit den Renegades, mit Gladiators. Und als vierter Team, wer dann dort noch reinschlüpft, wird eben, wie gesagt, Genf oder Thun sein. Jetzt muss ich einen nehmen, dann nehme ich Thun. Okay. Und hinten raus, dann wäre Genf logischerweise fünfte auf dem fünften, oder? Ja. Und dann wartet schnell, und dann sechste müsst ihr ja dein Ding nehmen, oder? Ja, stimmt, mal genau so Dann ist noch Bern, mit Winterthur Thun. und St. Gallen ist dann noch übrig, oder? Ja. Und wie gesagt, St. Gallen nehme ich an, wird letzte. Zweitletzte Thun, zweitletzte Winti. Dann Bern, Genf. Ja, dann geht es auf so. Und wenn es so wäre, wäre es schon schön, dann wären mit den Broncos und Thun zwei Teams mit Schweizer Quarterback in der Playoff. Wäre sicher auch erfreulich. Das wäre Aber sehr erfreulich, ja. Aber für mich, wir haben jetzt vorhin gesagt, 8 Jahre Skype Showdown. Und ich bin natürlich, von diesen 8 Jahren bin ich 6 Jahre lang nur 19 Head Coach gewesen. Und für mich war das leicht, jetzt über die Nazi A zu reden und so. Und nächstes Jahr bin ich das erste Mal Head Coach von meinem Herren-Team gewesen, das war aber Nazi B gewesen. Jetzt bin ich ein Position Coach in einem Nazi A-Team. Und jetzt kann ich natürlich nicht gegen mein Team reden. Das geht automatisch. Das heißt nicht, dass das Skype schon auch nicht schlechter wird wegen dem. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir sehr weit kommen. Das ist ja klar. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Broncos spielen im Finale gegen Thun, weil ich glaube natürlich an uns. Aber ich muss auch aufpassen, was ich sage, weil ich weiß natürlich auch, ich bin in jedem Training, ich weiß, wie es aussieht und was. Ich kann natürlich auch nicht Schwächen und so voraussagen oder absagen. Aber Aber die eigentlich vier hast du jetzt ja Mannschaften müssen. gesagt, dein Early Prediction für das Swiss Bowl ist Broncos Renegades. Ist das richtig? Du hast einfach nicht gern, dass ich bei den Renegades bin. Du kannst das, das ist für dich, weil man muss natürlich den Zuschauern jetzt auch mal etwas erklären. Die Rivalry zwischen den Broncos, die wir jetzt haben, und den Renegades, die ist jahrelang gegangen. 2003 bis 2010 ist einfach die Rivalry, das ist doch 7 Jahre lang, wo Broncos und Renegades dominiert haben. Und die Rivalry dort dazumal ist einfach wirklich auch gsi. Es hat auch Brawls gegeben, es hat alles gegeben. Auf der Social Media ist es ziemlich böse abgegangen zwischen den zwei Teams. Aber wie gesagt, you gotta move on. Das ist jetzt 14, 15, 16, 17, 18 Jahre her. Und ja, du musst jetzt damit kopen, dass ich jetzt bei den Renegades bin. Und sonst musst du einen neuen Skype-Showdown-Host suchen, wo kannst du irgendwie einen von Langenthal holen. Die machen so Zeug gern. Und dann, ja. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Ich werde noch nicht tippen können, wenn die Renegades spielen, das ja. Ich lege so, ich nicht auf Algovia tippen, das darf ich Zürich nicht tippen, das ist normal. Es ist ja eigentlich für Schweizer Football ist es super. Es ist tatsächlich so, Broncos Renegades ist immer schon eine bittere Rivalität gewesen, aber das haben wir letztes Jahr schon mal besprochen. Das ist Basel gegen Zürich genau gleich, Broncos gegen Bern ist es auch. Oder Ja, stimmt. die Teams, ich meine, die begegnen sich jedes Jahr seit Jahrzehnten, begegnen sie sich ein, zweimal im Jahr. Es geht um Football, ist ein physischer, emotionaler Sport. Ist ja eigentlich wunderschön, dass es so ein Duell gibt, oder? Für das leben wir ja. Für das leben wir, und vor allem im Football sind Rivals ja berühmt, wenn man College schaut oder NFL, Bengals gegen Pittsburgh und Bears gegen Packers, das braucht es, und das gibt es in der Schweiz auch, und dann halt auch wieder mal neue Rivals, und von dem lebt man, und das muss ein bisschen hässig sein, das ist ja so, das ist, wie du gerade gesagt hast, man lebt davon, und, aber du musst jetzt auch damit leben, dass ich jetzt bei den Renegades bin, Ja, und das kann ich schon. Das kann ich schon, ah, Coach. dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Und was man auch noch sagen muss, ist zu der ganzen Situation. Und ich habe ja vorher angetönt, dass ich gern wie der Renegades bin und fahre auch gern jedes Mal durch die Gubrisch und bin 1,5 Stunden im Stau, jedes Training. Aber ich möchte auch sagen, es sind auch andere
die sich hätten können melden, die näher sind und so. Teams, die gewusst haben, ich habe ja schon immer gesagt, ich will coachen. Und wer mich kennt, weiß, ich sitze nicht einfach daheim. Und ein Team hat mir ja abgesagt, was okay ist. Aber sonst hat sich niemand gemeldet. Und ich finde nicht, ich weiß, ich bin ein guter Coach. Da muss ich nicht diskutieren. Und Zürich hat davon gestanden und die haben in meinen Augen natürlich recht gemacht, dass sie mich gefragt haben. Und sie sind auch die einzige Mannschaft, die gefragt hat, muss man schon sagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die anderen nicht gewusst haben, ob ich nicht available bin oder wie ich Argovia bin, obwohl ich nicht spielen und so. Und ich bin überzeugt, ich bin ein guter Receiver und Running Back und Quarterback Coach, also Offense Skill Coach. Und die anderen sind selber schon und haben es nicht gefragt. Darum bin ich jetzt bei der Renegades und ich bin, wie gesagt, stolzer Renegade. Alles gut, Coach. Alles gut. Naja, ich sehe schon die Zeichen, die du da machst. Aber ist okay. Wir kommen zur Frage Nummer 10. Es Aber haben wir nochmal eine Frage? gibt ja noch andere Meisterschaften. Die eine ist, könnt ihr gerne im Schnellzugstempo durch, U19-Meisterschaft, ein bisschen anderer Modus. Die ersten zwei Teams von 9 Teams qualifizieren sich für das Halbfinale. Plätze 3 bis 6 spielen um Wildcard. Viele Teams, glaube ich, werden stärker sein als letztes Jahr. Und es wird eine ganz kompetitive Geschichte. Wie schätzt du ihn? Entschuldigung. Erstens einmal, super, hat es gebraucht. Das habe ich ja schon immer gesagt. Bringen die Wildcard zurück. Es ist so unfair, wenn man weiß, man hat 4 Spiele, jetzt kannst du nur die ersten 4 kommen rein, jetzt ist das schon vorbei. Wenn du 3 Spiele verlierst oder 4 Spiele ohne Wildcard, bist du weg vom Fenster. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Ich finde es super, dass die Wildcard wieder zurück sind. Vor allem mit 9 Teams braucht es den Wildcard-Round und die ersten zwei, deserved, haben eine Pause. Weil die sind nicht für die Regular Season, erste und zweite Runde, die dürfen eine Pause haben. That said, ich glaube, dass Bern Grizzlies stärker werden, ein Stück stärker als letztes Jahr. Allein mit den U16, die aufgekommen sind. Der John Jordan ist zurück als Head Coach bei Bern, das ist eine große Influence. Dann Broncos werden ganz stark sein, die haben nur zwei Abgänge gehabt, oder ein bisschen mehr, aber zwei, wo auf jeden Fall zwei Key Players. Der Amel heißt er und der Receiver. Die letzten Eier, der Senom. Die zwei sind weg und sonst haben sie immer neue Teams. Sie haben den Florin, die Neffen als Quarterback, wo ganz guter Quarterback sie wird. Den Sohn ist zwar weg, ist nicht mehr in der O-Line, aber dort haben sie auch gut. Also Broncos sind wieder Favorit. Denn Vinti ist ein bisschen eine Überraschung. Vinti weiß man nicht so genau. Man weiß, sie sind ein guter Quarterback, zwei gute Receivers. Was passiert dort? Basel wird immer gute U19 haben. Also, ich weiß nicht, das letzte Mal, wenn Basel nicht in Playoffs war, das ist ja irgendwie mit mir noch einmal gesehen, dort hat es keine Wildcard gegeben, aber sonst ist immer Playoffs gewesen. Werden auch das so wieder sein, ist auch klar für eine Großstadt wie Basel, da musst du einfach einen guten Headcoach mit dem Gürtel. Ja, das wird eine spannende Union-Saison. Ich freue mich, ich weiß, du bist der Coach. Das Jahr wirst du mehr zu tun haben als Lex, obwohl Lex Junior Bowl. Haben wir ja zwar noch geredet im Skype-Show, da haben wir ja noch ein Ding, aber das ist ein Klassiker für die Ewigkeit gewesen, das Finale, der Junior Bowl letztes Jahr. Und ich glaube, das Jahr werden wir auch während der Saison ein paar Thrillers sehen und nicht mehr so. Es wird immer noch Blowouts geben, wie es jedes Jahr geben wird, aber es wird viel mehr Tight Game geben. Es wird wieder so sein wie im 21, wo irgendwie 6 Spiele mit einem Punkt Unterschied gewonnen worden sind, wo wirklich du 19 fast besser als Nazi gewesen ist dazu mal. Und darum. Ja, das ist der Tag 10, wer so beantwortet. Es hat 4, 5 Teams, wo man wirklich muss rechnen, können weit kommen und dann Broncos vielleicht ein bisschen noch oben dran setzen. Aber zum Sagen Meister kannst du nicht, weil sie haben mit 2 Punkten gewonnen im Finale. Oder wie viel ist das Finale denn Ein gewesen? Also, Touchdown, das ist 7 Punkte. ja, Ja, Tagstand, aber sie sind am Schluss nochmal aber so, genau, ja. richtig. Aber Entschuldigung, ja, das stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, Ja. es wird sehr spannender. Thun wird sich auch besser sein als letztes Jahr. Und Zürich. von dem her, ja, und Zürich wird sicher auch hast wieder du es noch müssen fragen, gell, dass ich da wieder ja, muss über das Zürich reden. U19 ist Rekordsieger in der U19, die muss man natürlich immer auf der Rechnung haben. Ja. Sind immer stark, oder? Was halt auch ist mit Zürich, und das muss halt bei Basel und bei Bern eigentlich auch das Gleiche sein, so Großstädte, man bei den Junioren vor allem, Leute haben viel. Und das hat man gewusst, ich meine, du kannst Zürich nicht mit Zürich und Basel und Bern nicht cool vergleichen von der Einwohnerzahl und dann hast du natürlich auch ein grosses Potenzial, Leute anzuholen in die Junioren. Ich meine, Renegades haben schon
Bei U16 kommen die schon mit 30 spielen, oder? Und, oder mit 40 sogar ab und zu. Bei der Flag sind es mehrere Teams gerade drin. Junioren haben es Leute und haben auch gute Coaches und werden da sicher mitspielen dort oben. Und da hast du schon recht, Zürich ist schon seit Jahren immer ein gutes Team. Du brauchst eben auch ein anderes bei den Junioren, weil es sind mal Ferien, fehlen ein paar, ist schon mal das, fehlen ein paar. Und wenn du große Nummer hast, hast du kein so großes Problem. Oh, wer ersetzt jetzt der, wer ersetzt der? Und dann kannst du gerade noch nachfüllen. Und das ist eben ein Vorteil, was Zürich hat. Vor allem auch, wenn wir jetzt zwar nicht über U16 reden, aber dort, wenn in den Herbstferien plötzlich Gladiators, wo noch mit 14 Leuten kommen, statt mit 20, weil alle in der Ferien sind, da muss man noch mit Eltern mit. Das ist in der Großstadt, sollte das eigentlich nicht sein. Aber ja. Darum ist es sehr erstaunlich, dass Broncos seit Jahren so, also nicht erstaunlich, aber eigentlich gratuliere, dass sie seit Jahren so gute Junioren haben, weil es ist auch schwierig für eine Stadt wie Chur, auch wenn Broncos berühmt sind und bekannt sind, Spieler zu holen. Es ist doch eine kleine Stadt und hat doch viele Sportarten und alle kämpfen um die Junioren, oder? Und es ist nicht so einfach, immer Junioren zu kriegen. Und wenn du eine Stadt hast, mit, wo so groß ist wie Zürich, ist es einfacher als, sagen wir, Chur oder Lugano. Okay, gehen wir noch vielleicht in die tiefere Liga. Dort weiß ich recht wenig. Du hast schon angekündigt, es gibt ein paar Rückzüge und so weiter. Ich weiß, ich kann schon etwas sagen zur Nazi B und Nazi C. Das ist zu früh. Ja, da kann ich schon sagen, also dort bin ich immer noch involviert und kenne mich dort immer noch aus. In der Nazi B wird das Jahr ganz klar Luzern wird dort dominieren und das Ding gewinnen. Die neueren Teams, Lausanne ist aufgestiegen, Argovia gibt es nicht mehr, Schaffhausen, Biel, es wird dort zwischen Luzern und Biel wird das auskommen. Es wird sicher nicht mehr so spannend sein, wie letztes Jahr. Langenthal hat jetzt einen Ami Quarterback geholt, wo aber eigentlich ein Receiver ist. Dann weiß man, der wird viel rennen, der wird lange Bälle können werfen und der wird rennen. Es ist kein ausgebildeter Quarterback. Ist der einzige Import, glaube ich, in der Liga das Jahr. Ja, Nazi B, das ist, wie gesagt, das wird zwischen Luzern sein, wo jetzt dann eigentlich auch wieder mal langsam an den Nazi A denken, denn in den nächsten paar Jahren haben jetzt auch von Emma Spieler gekriegt, das habe ich vorher schon angetönt. Und leider Argovia nicht mehr dabei. Und was nicht so positiv ist in der ganzen Sache, ist, dass von diesen Teams in der ACB leider nur zwei Junioren haben. Und früher hätte man noch Junioren haben, wir jetzt abgestimmt. Sie möchten nicht, dass man keine competitive ACB haben. Aber es sind nur Biel und wo in der Challenge League spielen die Junioren und Luzern, wo auch in der Challenge League spielen die Junioren. Und jetzt, wenn man denkt, dass Argovia, wo das ja auch keine Mannschaft hat, ihre Junioren spielen, die Elite-Junioren. Also in der höchsten Liga ist es doch schon verwunderlich, dass Luzern Junioren nicht einmal in der Elite spielen oder eben geschweige denn überhaupt keins hat wie Lausanne, Schaffhausen, Langenthal, dass die überhaupt keine Junioren haben. Das ist dann schon ein bisschen traurig und hoffentlich wird das sich ändern, weil das ist unsere Zukunft. Nazi C, noch mehr Teams, wo gefoltert sind: Solothurn Ducks, Emma Dragons und Morsch Bandits gibt es alle nicht mehr. Ob die nochmal zurückkommen bei Argovia, hoffen wir ja, dass sie zurückkommen in den ACB. Weil, wie gesagt, wir dürften wahrscheinlich auch gerade wieder in den ACB anfangen mit einer Sonderregelung. Weil, wenn die anderen keine Junioren hätten, wieso dürfte Argovia nicht spielen, wenn sie Elite haben und einfach nochmal ein Jahr ausgesetzt haben? Könnte ich mir nicht vorstellen, dass man da Argovia dann in den ACC abschickt und ihre Junioren spielen in Elite-Junioren. In den ACC hat es gerade drei Teams verwünscht, das ist doch viel. Und dort wird es zwischen Glarus Orks und den Spartans wird's dort austreiten. Also der Zurich State Spartans wird dort. Sie, Glarus hat mit all den Problemen, die sie letztes Jahr hatten, mit den Plätzen, wie wir alle wissen, wo da auch zu losen und spielen jetzt viele Spiele in Rapperswil-Jona, haben dort einen Platz gekriegt, eben genau, um dass das nicht mehr passiert, weil es hat doch in der ACC letztes Jahr sechs Spiele vorgegeben und das kannst du nicht haben, das ist viel. Dann hat der Landolt, der Präsident, oder ich glaube, der Präsident, ja, der hat geklagt, dass das nicht einmal passiert. Und man gesagt, das hat zwar, Rapperswil ist zwar nicht in Glarus, aber Glarus angestellt und hat einfach ihr Heimspiel im Kanton St. Gallen austragen. Somit haben wir mit den Bears und mit den Orks eigentlich zwei Teams, wo in St. Gallen. Nein, ist Rapperswil-Jona, ist St. Gallen oder Ist ein Schweiz? Gala, ist ein Gala, richtig. Ah, ist St. Gallen, genau. Ja. Ah, jetzt haben wir das nochmal überlegen. Ja,
Entschuldigung, ihr wisst wegen meiner Geografie, ich weiß gar nicht, was Franken geht. Aber ja, es ist im Kanton St. Gallen. Somit, wenn die ihre Heimspiele austragen im St. Gallen, haben wir eigentlich zwei Teams vom Kanton St. Gallen, wenn du schon Ostschweiz Ist anredest. auch noch cleverer Move, oder? Weil dort, das Schliess ist natürlich ein ganz anderes Marktgebiet, sagen wir eben, von möglichen Spielern und so weiter, weil das Aarnerland ist halt auch sehr beschränkt von den Leuten. Und dort die ganze Zürich-Oberseeregion, dort wohnen ein Haufen Leute. Dort gibt es natürlich sicher noch Das einen ist anderen ein Spieler, den man gewinnt. ganz genau, das ist ein antarktisches Gebiet, dort Rapperswil und so, die haben dort das Hockey und einen Erstliga-Fußballclub, aber dort ist eigentlich dann bis auf St. Gallen nichts mehr. Sie haben jetzt schon viele Spieler, also was noch letztes Jahr schon klar war, sie haben viele Spieler aus der Region, Schmerikon und so, aber auch Ding. Rapperswil haben sie auch Spieler und so, und darum haben sie jetzt gesagt, jetzt gehen sie dort hin. Und dort können sie natürlich noch mehr. Und was sie so gehört, dann haben die sowieso ein ziemlich großes Kader. Die Spartans haben auch ein großes Kader. Wir haben auch noch auf Scrimmage mit den Renegades. Demher, ein paar positive Sachen gibt es trotzdem in der NCC, was mich freut, weil, wie gesagt, wir denken ja alle ans Wohl vom Football. Und das, wie du gesagt hast, es ist ein cleverer Move, zum dort hinzugehen. Und auch die Zuschauer dort, die noch nie Football gesehen haben, ah, da gibt es eine Footballmannschaft, gehen wir mal schauen. Es gibt auch wieder Zuschauer. Was ich dann auf der anderen Hand wieder nicht verstehe, ist, warum man jetzt ein neues Team in Bülach gegründet hat, wo auch aufgenommen worden ist in der DV, nicht einstimmig angenommen worden ist, zum ersten Mal seit langem, dass das Team nicht einstimmig angenommen worden ist. Aber ich glaube, die Leute sehen langsam, ist jetzt nichts gegen Bülach, wirklich nichts. Aber man braucht jetzt dort wirklich auch noch ein Team, neben der Winterthur Warriors, neben der Zürich Renegades, neben der Zürich State Spartans, dass man jetzt dort gerade nebendran nochmal ein Team in Bülach, die werden nicht so in der ersten Liga einsteigen. Wenn wir jetzt schon so viele Teams haben, wo kaputt gehen, da könnten wir jetzt auch wieder Stunden diskutieren. Aber wie siehst du, das findest du so gut am Move, dass jetzt dort noch ein neues Team rausspringt? Ja, es ist schwierig zu sagen. Zürich ist natürlich eine Riesenstadt, oder? Wir haben das schon ein paar Mal auch rein vom Marktpotenzial her ist es 10 bis 20 Mal so groß wie der Raum Chur, sage ich jetzt einmal, oder? Und wenn natürlich das so rechnet, ich möchte sagen, müsste es drei Teams verlieren in Zürich. Aber man kann es ja nicht einfach eins zu eins so umrechnen, oder? Ich weiß es nicht. Kann es nicht sagen. Schlussendlich hängt es immer davon ab, wer dahinter steckt, wie das dies machen. Machen sie es gut, machen sie es richtig, dann kann das auch funktionieren. Und wenn sie es nicht gut machen, dann ist es egal wo, weil dann hat Football keine Überlebenschance, wenn ein Club nicht gut geführt ist. Ja gut, das ist natürlich die andere Sache. Und wenn du sagst, drei Teams in Zürich, das wäre in der Nähe, ja, das wäre in der Region Zürich, aber wenn du vom Kanton redest, mit Winterthur sind es dann vier. Richtig. Das ist ja dann auch nicht so weit weg, oder, Und von Argovia ist auch Winterthur, dann nicht wären es weiter eigentlich weg, oder? vier. Du bist natürlich auch dicht die dritte. Eben, ja, das ist, wir haben auch Leute von Zürich letztes Jahr noch bei Agovia, also nicht, wo bei der Renegades so gespielt haben, aber wo in Zürich gewohnt haben, wo groß sind. Also das ist eben durch schon dicht, das ist es so. Und dann, ja, wie du gesagt hast, es muss gut geführt werden, aber es sind dann auch Plätze, es ist Plätze, kriegst du nicht so einfach überall. Ich meine, wir mit Renegades haben jetzt Glück oder dank dem Vorstand, der gelockt hat, dass man dort in dem Herrenschürli, der FCZ Campus oder was das ist, glaube ich, dass man dort kann trainieren kann. Dort haben wir wirklich super die Felder und alles. Dort das Dübendorf, denen gehört glaube ich auch zu Zürich. Wie gesagt, Geografie bin ich nicht so gut, aber du musst auch Dinge hat, Infrastrukturen und alles, nicht nur die Leute. Das kommt dann auch noch dazu. Wintertrainings. Heutzutage trainiert niemand mehr in einer Halle. Du kannst nicht mehr mit dem Football in der Halle rein. Wir haben früher mit den Broncos hier nie mehr Wintertrainings nur in Hallen gehabt. In zweifach Tonhallen sind nicht die Wände rein und haben gemeint, der Knick gesprochen von den Spielern und so. Wenn du einen langen Ball gefangen hast, bist du in der Wand gelandet und so. Das kannst du heute nicht mehr machen. Du kannst nicht mehr in der Halle spielen. Du musst Kunststraßen und es geht alles weiter. Und das ist die Infrastruktur, wie wir gerade gesagt haben. Ja, aber ich persönlich finde es nicht gut, dass es nochmal ein Team gibt, aber ja, das ist nicht meine Sache. Ich bin ja da nicht der, wo sagt, sie dürfen oder dürfen nicht. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt überhaupt. Das wird ein spannendes Jahr, nicht nur auf dem Feld, das wird auch spannend auf dem Field. Wie geht das weiter mit den Teams, mit der Abwerbung, wo ich vorhin angesprochen habe? Früher ist das wirklich nie so schlimm gewesen wie das Jahr. Wir haben das auch nach der DV mit ein paar Coaches besprochen, am Verbands-DV. Ich bin auch noch kurz Nachtessen mit meinem Coach und so, haben wir das mal besprochen. So wie jetzt umgegangen wird mit Spielern, mit Abwerbungen, ganz schnell angetönt vorne, aber ich möchte jetzt schnell das mal richtig erklären, ist einfach nicht mehr gesund, gesunder Menschenverstand. Oder? Und wenn man jetzt auch anfängt, jetzt mit Mitgliederbeiträgen und so, will er sagen, durch die Mitgliederbeiträge,
Wie denkt sich ein Einheimischer, wenn jedes Training kommt, wo er den Vollmitgliederbeitrag zahlen muss und wenn der erfährt, wahrscheinlich würde es gar nicht erfahren, wenn ich es jetzt da nicht so sagen würde, dass die Leute, dass ein paar Spieler abgelockt werden mit reduzierten Mitgliederbeiträgen und mit Trainingsanzügen und weiß ich nicht was und alles. Sicher wird kein Geld angeboten. In zwei Fällen weiß ich sogar, dass sogar das Geld angeboten worden ist. Vor allem ein Team, das unbedingt den Quarterback gebucht hat, hat sogar irgendwie noch etwas mit Geld angeboten. Aber es ist einfach nicht mehr. Nicht mehr das, was es sein soll. Wir sind doch noch Amateursport, auch wenn wir Profis haben, ein paar, aber wir werden nicht alle zahlt. Und jetzt kann man nicht einfach. Ich habe die Messages gesehen, wie die Spieler anschreiben. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und ich will jetzt nicht sagen, es gibt zwei, drei Coaches, die würden das nie und nimmer machen. Aber so wie ein paar Teams aggressiv die Leute bewerben, nein, das ist. Weißt du, für Kuh muss doch keine Angst haben, weil da musst du 2 Stunden fahren bis in die nächste Stadt, oder? Wenn jetzt St. Gallen Broncos Leute anwerben würden, das ist 2 Stunden, musst du überlegen, kann ich dreimal in der Woche 2 Stunden, nein, das schießt ja auch noch mal einen Monat oder so. Aber in denen, wo es halt nicht so weit ist, wo es wirklich, da sind wir jetzt wieder in Geografie, wo alles näher ist, das ist brutal, wie das ist. Und jetzt vor allem kommen wir wieder zu den Berner Teams. Okay, Solothurn gibt es nicht, aber plötzlich sind 13 Spiele von Solothurn sind in Biel. Die haben sich aber dort schon gesagt, sie gehen auf Biel, bevor Solothurn sich zurückgezogen haben. Ja, Nicht es ist gut. nicht gesund. Es ist Ja. nicht gesund. Und eben, wie du gesagt hast, in den Gebieten, wo es wirklich nicht weit ist, sagen wir mal noch 45 Minuten oder eine Stunde ist nicht weit. Das geht noch. Oder? Und das gibt so viele Teams, die 45 Minuten auseinander sind, dass man jetzt so einfach Thun hat noch nie. Also glaube ich nicht, dass Thun da irgendwie 10 Berner mal abgeworben hat oder so. Das ist, und bin mir sicher, dass schon sehr, sehr viel von Thun, aber auch angefragt worden sind von anderen Teams. Und früher hat man dann einfach so wie ein Gentleman Agreement gemacht: solange sie im Team sind, macht man das nicht, außer sie gehen selber weg. Dann kann man sie natürlich anfragen, das ist eine Anfrage. Aber wenn du Leute anfragst, die wirklich noch am Team committed sind, mit den Sachen, die ich vorhin gerade gesagt habe, das wird für die Zukunft nur noch schlimmer und nicht gut. Und da muss man irgendwie etwas dagegen machen. Vor allem, was mich ein bisschen enttäuscht, ich nenne jetzt keine Teams, und ich meine jetzt auch nicht meine, ich sage jetzt irgendeins, aber es sind Teams, wo keine Junioren haben. Und die holen dann U19er, die raufkommen und nicht gleich starten. Sagen, du bist im Team, startest gar nicht, komm doch zu mir, wie du startest. Ja, wer hat den Ausbilder, Gott verdammt? Du, ihr nicht. Und jetzt werben ihr ihn ab, ohne dass er bei euch jemals Junioren gespielt hat oder nicht einmal bei euch angefangen hat oder irgendetwas. That's not the way. Machen ein richtiges Fundament, schauen, dass ihr Junioren habt, schauen alles und dann könnt ihr vielleicht mal einen abwerben, wo von der U19 nicht geschafft in Nazia oder so. Und dann können sie sagen, komm doch ein Jahr zu mir spielen. Aber vielleicht fragen dann auch noch den Coach, die machen, sagen dann, vielleicht hast du eine gute Idee, dass wir mal ein Jahr zu euch kommen, danach wieder zu uns. Wir haben das Agreement auch wieder gehen, wie die Spieler, die wir jetzt noch geschickt haben, die nicht schon gegangen sind, die wollen sind noch einmal Zugzug, haben wir auch abgemacht. Ein Jahr nachher kommen sie wieder zurück. So wie eine Ausleihe. Gut, aber ich sage jetzt mal so, dass wir das anschauen, wir haben ja noch so eine Bonusfrage, die ich hatte, oder? Das ist aber eigentlich das System ILF nicht viel anders, oder? Das sind jetzt natürlich Teams, die keine Spieler ausbilden. Natürlich kannst du sagen, du bietest die Möglichkeit auf dem pflichthöchsten Level zu spielen. Aber es ist natürlich eigentlich das Gleiche, dass du Teams, natürlich haben wir ja Bern gesehen, die ein bisschen ausblühten. Oder es ist jetzt zwar noch ein bisschen weiter weg, oder? Aber ich weiß nicht, Garz vielleicht, wie siehst du dort die Mannschaft für nächstes Jahr? Die haben ja das gleiche Thema. Die müssen ja jedes Jahr wie eine Mannschaft zusammen akquirieren. Und natürlich haben sie den Stamm von John Falk, Tim Henny und Dominik Leichti und so zusammen. Aber faktisch müssen sie natürlich auch immer rekrutieren bei Teams, bei Spielern, dass sie eine Mannschaft stellen können, oder? Ja, das ist es so. Das ist jetzt, aber dort gehen wir nicht mehr ins reine Amateurische hinein. Die kriegen auch Benzingeld, die kriegen Zusatzspesen und Sachen. Es ist natürlich auch nicht optimal, aber das, ja, das ist eine andere Liga. Die spielen ja dann in einer anderen Liga. Die spielen europäisch, die spielen nicht in der eigenen Liga und dann spielst du sogar noch gegeneinander, wenn du abwerbst, jemanden in der Schweiz. Es ist aber auch nicht optimal, das ist es so, ja. Natürlich haben die keine eigene Junge, die leben auch noch vom anderen. Der Dwayne hat einmal vor Jahren einen guten Schachzug gemacht, in meinen Augen, wie es auch im Hockey und im Fußball und überall machen. Er hat
alle Spieler oder die Eltern, wenn sie noch nicht 18 gewesen sind, und ich habe das auch schon müssen, also haben es auch schon gemacht für ihn, wo ich all die Jahre in Basel gewesen bin, geschrieben, wenn du bei uns mindestens eine Saison spielst, gibt es Ausbildungsentschädigung, wenn du wechselst. Er hat einmal gerade, dass Mean Machines plötzlich gekommen sind und haben auch Junioren gegründet und alle sind verschwunden, alle sind abgezogen worden und er hat alle die Leute ausgebildet, gerade Wayne, und die sind einfach weg. Ist das gerecht? Nein. Nachher hat der Verband gesagt, nein, es ist nur ein Spieler gegangen von Basel, wo dann auf Bern gegangen ist, und dann hat Bern gesagt, sie zahlen die Ausbildungsentschädigung nicht. Dann hat fix fertige Spieler gekriegt, wo Ausbilder war, was sehr, sehr gut ist, wo jetzt immer noch spielt. Und ja, dann ist das von der Verband gegangen. Der Verband hat gesagt, ihr könnt doch nicht einfach Ausbildungsverträge machen. Und so ist es weg gewesen. Aber irgendwie, wie du jetzt gerade gesagt hast, muss man Lösungen finden. Wieso bildet man die aus? Und dann gehen sie einfach, meine Junioren zahlt Mitgliederbeitrag zwischen 400 und 500 Franken, das ist nichts. Und werden ausgebildet. Und wenn sie gute Coaches sind und so, ist das eigentlich die paar, was ist das, was ist die Entschädigung? Ich glaube, 400 oder 500 Franken. Und man muss zahlen für eine Ausbildung im Fußball, ist das um einiges höher. Und da zahlt man schon bei einem 13-Jährigen, wenn man vom FC Prater zur Lehrstelle geht, zahlt man schon einen Ausbildungsvertrag. Also ist auch nicht Profi. Aber es wird, muss man das stoppen, die ganze Ding, dass man einfach fixfertige Spieler übernimmt und analog mit, ja, bei mir zahlst du keinen, eben wie wir vorher schon gesagt haben, kein Mitgliederbeitrag und so Sachen. Und in der ELF kriegst du wenigstens Geld, aber ja, irgendwie müssen eigentlich die Teams schon auch kompensiert werden, da hast du recht, weil sie fehlen dann erstens mal schon der Mannschaft, das fehlt schon. Plus, eben, haben die ja keine eigenen Junioren, gar sind ja auch keine Junioren. Ja, das ist wirklich einfach. Und das haben die GFL am Anfang auch, das genau das haben die auch gesagt. Ihr kriegt die fixfertigen, ausgebildeten Spieler von der GFL und jetzt könnt ihr da groß plagieren, wie gut die ELF ist und so, mit alles GFL-Spieler drinnen, oder? Da hast du schon recht, aber was willst du machen? Wie willst du da? Ich meine, du kannst auch nichts machen, wenn in der Schweiz abgeworben wird. Das ist erlaubt. Ich habe vorhin gesagt, man kann nichts dagegen machen. Ich komme von Colorado zurück und 7 Leute sind weg. Was will ich machen? Wir können nicht sagen, du kriegst bei mir kriegst einen Trainingsanzug und keinen Mitgliederbeitrag. Ja, das ist eine schwierige Frage, die jetzt für uns in Chur aus den geografischen Gründen wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher ist. Im Vergleich zu eben so Teams, wie du gesagt hast, in dem Ballungszentrum dort zwischen Zürich, Basel, dort auf der A1 entlang, oder dort gibt Ja, es die das ist natürlich. A1-Teams. Genau. Aber vielleicht kommen wir nochmal, gehen wir nochmal jetzt mal vielleicht mal weg von dem und kommen nochmal zum Sportlichen, zu den Guards. Man hört da immer wieder, ob jetzt jemand wieder verpflichtet sind und so weiter. Ich bin mir nicht so ganz sicher, man hört da, was andere Teams, Rheinfire in für Kaliber holen. Wie siehst du Guards das Jahr? Das geht noch eine Weile, aber es wird nicht einfacher. Bevor ich zu den Guards komme, möchte ich schnell weg noch eine gute Geschichte erzählen. Schnell. Wo ich in Colorado war, ich bin ja schon das fünfte Mal dort gewesen, und aus diesen 5 Mal habe ich 3 verschiedene Head Coaches gehabt. Und jetzt der Head Coach vor dem, wo ich jetzt war, der wohnt jetzt in Las Vegas und ist retired, der ist 65. Und der ist vorbeigekommen, wo wir dort gewonnen haben, wo der Winning Streak hat. Und dann ist ich ein eigenes Büro gehabt dort, wer mich auf Social Media hat das gesehen. Ist reingekommen, er so, Coach Haas, I got a question for you. Do you know any guys in the ELF? Er wollte die ELF kennen, oder? Und ich so, why, or what's going on? Er so, I want to call Coach in the ELF. Und dann ich so, ja gut, ich kenne 3 Leute, ich kenne Jörg bei den Guards, ich kenne bei den Raiders und ich kenne bei Barcelona. 4 kenne ich eigentlich, Barcelona, der Bart kenne ich auch und der von Cologne. Dann habe ich dann allen E-Mail geschrieben, das gleiche, ich habe den Coach oben gewechselt und den Lebenslauf von ihm geschickt und alles. Und einen Tag später hat Cologne sich gerade gemeldet und der ist jetzt Head Coach von Cologne. Also habe ich eigentlich den neuen Head Coach von Cologne, Centurions, habe ich vermittelt zu Cologne. Das ist Das auch einfach nicht schnell gerade noch die eine Geschichte. Umkehr, oder? Matt, Nicht mit kein Entschädigung. Lappen. Ah, danke vom Coach, ich komme eh nicht. Und von Köln ist überhaupt nichts gekommen. Nicht einmal danke, nichts. Aber es ist 2 Tage gegangen, muss ich mir vorstellen. Und hier noch, an der Guards habe ich noch, die haben ja geschaut, das ist eigentlich, da hätte ich eigentlich gar nicht mehr so schreiben, aber ich habe einfach sowieso auch geschrieben.
Und Barcelona hat ihn 3 Wochen später geschickt. Weil Ja. Cologne hat nicht veröffentlicht, dass er hat geholt, habe ich schon gewusst. Und Barcelona ist dann 3 Wochen später gekommen. Can we talk to the coach? Ich sage, way too late. Im heutigen Business, dass man schnell geht, das geht nicht mehr. Das geht nur mit mir, dass ich so lange am Warten bin. Zurück zu der Guard jetzt. Einfach nur, ich bin jetzt halt Cologne Centurions Fan wegen dem Head Coach natürlich. Ja, nein. Ja, die Guards haben natürlich, eher, wie du gesagt hast, der Stamm zurück mit dem Lefty, Henny, Falk, Schürmann, Ziegler. Der Ding ist aber auch zurück, der Ein Receiver von Bern, Stein oder heißt es zurück. Und es hat schon ein paar, wo zurück sind. Aber sie haben das nächste Wochenende, haben sie ihr erstes Minicamp. In Emmen hat jetzt eine Kunstrasen für sie angetan. Die können jetzt dort trainieren. Dann haben sie nicht mehr so die wetterbedingten Probleme mit Training, was dem Coach Czaulek so nicht so gefallen hat. Und man kriegt nicht, dass der ganze Boden kaputt war. Jetzt haben sie dort wirklich eine Kunstrasen gekriegt in ihrem Trainingsgelände in Emmen. Müsste eigentlich dort mal vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob es öffentlich ist, und dann wüsste man mehr, wer eigentlich alles dabei ist. Man weiß, Leroy Rümeli, was Rümeli, ich sage immer so auf Englisch Rümeli, Rümeli, der wird in die ELF können spielen, ohne Problem. Also ich sehe, dass das ein Starter sein wird bei den Guards. O-Line haben sie ein paar verloren. Ein paar sind jetzt auch in der Schweizer Mannschaft zurück, in einer berühmten Schweizer Mannschaft. Wird dann, ich glaube, nächste Woche mal veröffentlicht, wo die spielen. Und sonst ist halt immer wirklich noch ruhig. Von den anderen hat man alles gehört, reinfeiern. Galaxy hat jetzt einen Platz geholt, alles hast du gehört von überall, was kommst. Aber bei der Guards ist es ziemlich ruhig geblieben. Und ich bin jetzt auch nicht einer, wo zum Jörg geht, wenn ich ihn sehe im Training und frage, ja, wer hätte was nicht, weil ich weiß, wenn es so weit ist, werden sie es veröffentlichen, oder? Man weiß, wer der Quarterback ist. Das haben sie auch veröffentlicht. Man weiß, der gute Cornerback ist zurück. Aber du brauchst trotzdem 40 Leute. Wir müssen jetzt anfangen bis ungefähr 20. Also irgendwie 20 Leute fehlen noch, oder? Wo wir noch nicht wissen. Aber sie werden sicher schwer haben, das Jahr, weil wenn man schaut, ihre Gruppe, der Gruppe, wo sie spielen, gegen die, die zweimal spielen müssen, Mailand, was die geholt haben. Was Stuttgart, Jesus, Stuttgart, dort geht Football auf, gell? Und dann haben sie in Mailand, Stuttgart, dann haben sie München Ravens, viel Spaß. Ist auch in der gleichen Gruppe. Die sind sogar Favorit zusammen mit Rheinfire, um das Ganze zu gewinnen. Also, way too early prediction ist ja Rheinfire gegen Munich Ravens. Die sind auch in ihrer Gruppe. Und dann kommt noch dazu, Rheinfire müssen nicht mehr spielen. Dafür haben sie jetzt Galaxy im Interconference Game, auswärts und daheim. Das macht es auch nicht einfacher. Also, für Galaxy ist das ein ganz schwieriges Jahr. Barcelona liegt vielleicht noch drin. Barcelona ist immer noch, die haben jetzt auch ein paar Spiele verloren an Madrid Bravos, wo sie einfach keinen, wo von Madrid gekommen sind, weil es Madrid noch nicht gegeben hat letztes Jahr. Jetzt Early Prediction, weil die fangen ja um einiges später als mir, aber wird das ganz schwierig sein für Guards, ja. Gut, Coach, wir könnten noch Haufen versprechen. Das ist Wir haben ja noch Zeit, also nicht heute, aber in den nächsten Wochen. genau, wir freuen uns alle, dass es jetzt endlich losgeht. Nächste Woche gibt es kein Skype-Showdown, aber übernächste Woche vor dem ersten Spiel dann logischerweise mit der offiziellen Season-Preview. Weiß nicht, Coach, hast du noch so Early-Prediction-mäßig etwas, was ich noch vergessen habe zu fragen? Nein, wie gesagt, jetzt für das erste Mal ist es gut. Es ist gut, dass wir mal wirklich early gemacht haben, dass wir die Leute, wie gesagt, die Leute haben wirklich auch schon gefragt, wenn geht es wieder an, wenn kommt es wieder. Und es ist jetzt heute ziemlich ruhig gewesen, es gibt noch keine Controversy, auch wenn ich rot bin im Gesicht, das ist, weil ich bin wandern, das ist seit langem das erste Mal gestern. Aber es gibt keine Controversy, es gibt noch nicht, wo wir mit hässlich sind, das ist auch schön. Es hat bis jetzt nur Positives gegeben, ein bisschen Negatives hat es auch drin gehabt. Wird sich ändern, es wird wie in jeder Saison Highlights und Lowlights geben und es wird Momente geben, wo ich mich aufregen werde. Es wird Momente geben, wo ich mich freuen werde. Ich bin einfach froh, wieder da zu sein, dass wir das jetzt schon 8 Jahre machen. Und wir sagen dann immer, wir haben noch lange Zeit, jetzt müssen wir schauen, in ein paar Wochen ist es schon wieder fertig. Ist wie jedes Jahr. Es geht so schnell, das Leben zieht schnell an einem vorbei, man wird grau, wie man sieht, schnell. Und ja, ich bin froh, geht es dann los. Und in 2 Wochen, nächste Woche, gehen wir noch nach Innsbruck, haben wir die lange Reise nach Innsbruck, aber für ein Preseason-Game. Und dann geht es nachher los mit den Broncos, die spielen dann in 3 Wochen in dem Fall, gell?
Genau, also wenn es rauskommt, in 2,5 Wochen gegen Winterthur, Season Opener am 24. richtig, 24. März Ja, und 24. 24. April ist dann das Heimspiel gegen Zürich, genau, das sind so die. Ja. Dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, dann haben wir ein bisschen Pause zwischen uns und dann Und dann geht es geht's dann los. los. Freue mich richtig drauf. Freue mich richtig drauf. Hey, danke vielmals, Coach, und bis in 2 Wochen. Allen eine gute Zeit und bis in 2 Wochen. Ciao zusammen.